Mit den Weimarer Kontroversen stellt sich die Klassikstiftung den grundsätzlichen Herausforderungen unserer Zeit. Diskutieren Sie mit uns über die Beziehungskrise zwischen Mensch und Natur. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Bauhausmuseum in Weimar. Leider können Sie nicht leibhaftig mit dabei sein und Ihre natürlichen Beziehungen auch auf diese Weise direkt erleben, sondern wir treffen uns im digitalen Raum. Vielleicht auch das eine Form des zwischenmenschlichen, natürlichen Umgangs der Zukunft. Das wird eines der Themen des heutigen Gesprächs sein. Mein Name ist Helmut Heidt. Ich leite an der Klassikstiftung das Kolleg Friedrich Nietzsche, bin für die Philosophie bei uns zuständig, wenn man so will, und moderiere für heute Abend die Weimarer Kontroverse mit dem Titel Mensch-Natur-Beziehungskrise. Im Kontext dieser sehr grundsätzlichen Frage nach der Beziehungskrise zwischen Mensch und Natur wollen wir heute im Zentrum der Frage nachgehen, ist eine andere Natur möglich? Sie haben die Gelegenheit, sich an diesem Gespräch zu beteiligen, sei es über die Chat-Funktion Ihres YouTube-Kanals oder aber Sie können uns eine E-Mail schicken an kontroversen@klassik-stiftung.de. Sie werden später die Gelegenheit haben, sich einen Mitschnitt dieser Veranstaltung weiterhin hier auf den üblichen Kanälen anzusehen und in Auszügen auch beim Mitteldeutschen Rundfunk im Radio sich anzuhören. Der Mitteldeutsche Rundfunk ist Kooperationspartner dieser Veranstaltung. Ich begrüße sehr herzlich Almut Linde. Professorin Almut Linde studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, wo sie Meisterschülerin von Franz Erhard Walter und Bernhard Johannes Blume war. 2016 promovierte sie mit einer Arbeit über die Notwendigkeit von Kunst für unser Verständnis und die Wahrnehmung der allgegenwärtigen Komplexität. Ihre Ausstellungen wurden unter anderem in Spanien, in Irland, in Wales und in der Schweiz gezeigt und auch aktuell hier in Weimar. Seit 2017 lehrt sie interdisziplinäre künstlerische Praxis an der Muthesius Kunsthochschule in Wien, in Kiel, auch mit IE, aber die andere schöne Stadt. Und seit 2019 ist sie dort auch Vizepräsidentin. Hartmut Rosa studierte Politikwissenschaften, Philosophie und deutsche Literatur in Freiburg, war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter an diversen Universitäten, unter anderem an der Harvard University. Er wurde promoviert 1997 an der Humboldt-Universität zu Berlin und reichte 2004 seine vielbeachtete Habilitationsschrift Beschleunigung, die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne an der Universität Jena ein. Dort lehrt Professor Rosa heute allgemeine und theoretische Soziologie und ist zugleich Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Für seine soziologische Arbeit erhielt er unter anderem den Paul-Watzlawick-Ehrenring und den Erich-Fromm-Preis. Wir möchten heute unter der grundsätzlichen Fragestellung, ist eine andere Natur möglich, eben diesen Problemstellungen nachgehen. Zunächst widmen wir uns dem Versuch einer Diagnose. Was sind eigentlich die Ursachen unserer ökologischen Krise? Auf welche Weise können wir verstehen, lernen, wie diese Krise vielleicht zu begreifen ist und wie auch unser menschliches Naturverhältnis zu begreifen ist? Das bedeutet, dass wir zu diesem Thema jemanden aus der Kunst und jemanden aus den Sozialwissenschaften zusammenbringen, um hier unterschiedliche Perspektiven in einen Diskurs zu bringen, vielleicht auch in eine Kontroverse. Uns ist nicht in erster Linie daran gelegen, dass die beiden sich in die Haare kriegen, obwohl das vielleicht sich an einen oder anderen Stellen nicht vermeiden lassen wird, sondern es geht uns eher darum, zu einem vertieften Verständnis der Herausforderungen zu kommen, denen wir uns in der Gegenwart stellen. Nach einer Diagnose folgt, wie es sich für Krisen gehört, der Versuch einer Therapie. Welche Instrumente, welche Mittel könnten geeignet sein, um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen? Dort fragen wir natürlich insbesondere nach der Rolle von Kunst und nach der Rolle von Wissenschaften bzw. im engeren Sinne Sozialwissenschaften. Darüber hinausgehend möchten wir, und das ist es vielleicht, was am wichtigsten ist, auch wenn es am schwierigsten zu beantworten sein wird,
Darüber hinaus möchten wir der Frage nachgehen, wie wir uns den Herausforderungen der Gegenwart stellen können. Auf welche Weise lassen sich Zukunftsentwürfe konkreter oder allgemeiner Art denken, die jenseits von Dystopien und Horrorszenarien funktionieren? Also die Medien sind für meine Begriffe voll mit Szenarien, die eher abschreckende oder frustrierenden Charakter haben. Einige denken eher an die Aussiedlung der Menschheit auf einen anderen Planeten als daran, wie wir die Welt, auf der wir jetzt leben, auf eine Weise gestalten, dass es sich um ein glückliches, ein versöhntes, ein gelingendes Leben mit der Natur, mit uns als Naturwesen auf diesem Planeten handeln könnte. Frau Professorin Linde, Sie beschäftigen sich in Ihrer Kunst mit etwas, was Sie Dirty Minimal nennen. Können Sie uns vielleicht erläutern, was Sie damit meinen? Ja, sehr gerne. Also ich bin dabei auf das Thema gestoßen, als ich eigentlich meinen ersten Baumstamm bearbeitet habe, noch im Studium, so als Gegenüber, also Natur als Gegenüber in Form eines Baumstamms, den ich durch die Axt, durch die manuelle Bearbeitung in einen recht winkligen Balken schaffen wollte. Und als ich das gemacht habe, nachdem ich fertig war, habe ich gesehen, dass der Balken gedreht war. Das hatte ich beim Bearbeiten nicht gemerkt, sondern das ist durch den Drehwuchs des Baumes entstanden. Und das war für mich der Beginn von Dirty Minimal, dass ich eben gesehen habe, dass die Form aus der Bearbeitung und dem Material kommt. Das heißt, es war eigentlich ein Fehler. Also das Material hat was gemacht, die Naturform, die noch im Baum drinsteckt, hat etwas gemacht, was ich zuvor noch nicht konzipiert habe. Und das wurde dann eigentlich das Grundprinzip von Dirty Minimal, dass ich, Minimal steht für das Konzept, mit dem ich sozusagen in die Natur, in die Realität gehe. Und Dirt ist das, was das Meer, was dabei entsteht. Das kann auch durchaus positiv sein. Aus der Sicht des Denkens ist natürlich das, was nicht konzipiert ist, immer Dreck oder Fehler oder Zufall. Mhm. Und ich sage im Gegenteil, nein, das ist genau das, was wir eigentlich suchen sollten, zu versuchen, mehr aus der Welt herauszubekommen durch Kunst, durch künstlerische Konzepte und durch die Bearbeitung. Kann man sagen, dass das Dirty dann für die Unverfügbarkeit der Natur steht, für das, was man nicht vorhersieht, was sich vielleicht auch der eingreifenden Kontrolle entzieht und was gerade dadurch die Eigenwilligkeit der Natur in ihrer künstlerischen Auseinandersetzung zeigt? Ja, also Dirt ist das, also unser Denken ist ja begrenzt. Wir sind ja denkende Tiere und glauben, wir wären außerhalb der Natur, sind es aber nicht. Mhm. Und wenn wir etwas mit dem Denken nicht erfassen können, oder nicht antizipieren können, gehen wir meistens davon aus, dass es entweder nicht da ist, mhm, oder dass es etwas Monströses, Unkontrollierbares ist. Mhm. Und aber das kann natürlich alles sein. Es ist ja genau das Positive, dass wir versuchen, mehr über die Welt zu erfahren. Und das können wir halt über Kunst. Weil Kunst natürlich etwas suchen kann, was im Wissen, im Denken, in der Sprache noch nicht vorkommt. Mhm. Und insofern ist Dirt natürlich etwas, quasi die Ist-Natur oder das große Ganze oder dass ich versuche, mit stückweise in die Kunst zu holen und was Kunst eben auch stückweise bearbeiten kann. Ja. Also dabei geht Kunst ja genauso forschend vor, wie zum Beispiel auch in den Wissenschaften. Ja, das Verhältnis zu den Wissenschaften ist sehr interessant. Das werden wir noch weiter vertiefen. Vielleicht an dieser Stelle schon, wo wir gerade bei Dirt sind und den Schmutzeffekten. Schmutzeffekte ist ja etwas, wovon man in statistischen Untersuchungen in der Wissenschaft häufig spricht. Und das ist genau das, was uns nicht interessiert. Also wo man sagt, gut, das sind jetzt so Störeffekte, die versuchen wir durch komplexe experimentelle Settings zu eskamotieren. Also diese Schmutzeffekte genau aus dem Bild, was wir uns von der Natur erschaffen wollen, herauszufiltern, um nur das dann übrig zu behalten, was als die wirkliche Natur erscheint. Sehen Sie das grundsätzlich anders oder sehen Sie darin ein grundsätzliches Problem? Ja, das Problem ist, dass wir das eigentlich, also es ist, das Problem ist, dass wir es eben als Dirt, also dass wir es als etwas Ungewolltes wahrnehmen. Also das berühmte kosmische Rauschen ist ja genau so ein Beispiel für so ein Rauschen, was die Radiotechniker immer versucht haben loszuwerden.
sie konnten sich nicht erklären, warum in ihrer Funkstation immer so ein Rauschen zu hören war, bis sie dann herausgefunden haben, das ist das sogenannte, also glaube ich noch, Rauschen vom Urknall. Mhm. Also das heißt, es ist ein Hinweis auf etwas Riesiges. Und im wahrsten Sinne des Wortes wurde es aber als Dreck oder Rausch, als Störfaktor wahrgenommen. Und die Störungen sind eigentlich genau das, was uns eben auch lehrt, mit der Komplexität von Welt oder Realität oder Natur umzugehen. Sie sind mit einem Ihrer Kunstwerke zurzeit hier in Weimar vertreten. Wir haben im Rahmen unseres Schwerpunktthemas Neue Natur im Schiller-Museum zurzeit leider für die Öffentlichkeit noch nicht zugänglich, aber hoffentlich bald, eine Ausstellung mit dem Titel »Ich hasse die Natur«. Das ist ein Zitat, das Thomas Bernhard einer seiner literarischen Figuren in den Mund gelegt hat. Können Sie damit was anfangen? Geht es Ihnen auch so? Hassen Sie die Natur? Oder lieben Sie sie? Ja, ich bin ja, also wir sind ja Teil der Natur. Also ich denke schon, dass wir sie, wir hassen sie ja nur, wenn sie uns als Störfaktor entgegentritt. Und genau das versuche ich ja ins Positive zu wenden mit meiner Kunst, indem ich immer wieder nach diesen Störfaktoren suche und sie dann durch die Kunstwerke dann in etwas radikal Schönes verwandle. Genau. Sie zeigen da mit dem Konzept auch der Radical Beauty dann am Ende Kunstwerke von einer verstörenden Ambivalenz, in denen wir sehr widerstreitende Elemente zugleich sehen und erleben. Und ich würde gerne eines Ihrer Objekte kurz einspielen, um es sich gemeinsam kurz anzuschauen. Vielleicht blenden Sie das mal ein. Und zwar handelt es sich um diese Abbildung, die eine Person zeigt in einem Kuhstall. Vielleicht erläutern wir das gleich noch mal etwas ausführlicher. Also man soll ja üblicherweise nicht die Künstler nach der Deutung ihres Kunstwerks fragen. Was fragen Sie mich, was ich damit gemeint habe? Fragen wir doch jemand anderen. Fragen wir in dieser Runde naheliegenderweise Herrn Professor Rosa. Was fangen Sie mit diesem Bild an? Was löst das bei Ihnen aus? Was sehen Sie da? Naja, also zunächst mal, glaube ich, irritiert es wirklich, weil man zwei Dinge sieht, also die tatsächlich auch sehr gut in mein theoretisches Konzept passen. Weil, also ich bin sozusagen beeindruckt davon, dass man in einer einzigen Darstellung zwei Formen von Naturbeziehung sehen kann. Das eine ist wirklich dieser verdinglichende Zugriff auf Natur, dass ich sozusagen auch als ein Entfremdungsverhältnis insofern beschreibe, als Mensch und Natur, in diesem Fall Mensch und Kuh, sich eigentlich nichts zu sagen haben, sondern das eine, nämlich die Kuh, wird von dem anderen, in dem Fall dem Menschen, einfach benutzt, für seine Zwecke verfügbar gemacht. Und das ist ein Naturverhältnis, wie es für die Moderne auf der einen Seite ja absolut charakteristisch ist. Also wir nutzen Natur, wir unterwerfen sie unseren Zwecken in gewisser Weise. Und dabei versuchen wir alles das, was Frau Linde gerade als Dirt beschrieben hat, natürlich auszuschalten. Ich würde sagen, also oder ich glaube, ich will sagen, dass dieses Verhältnis jetzt auch nicht einfach nur was Schlechtes ist. Menschen müssen sozusagen Zwecke intentional verwirklichen, zum Beispiel um sich zu ernähren, um zu heizen, um zu überleben. Und in dem Moment, wo ich sozusagen ein intentionales Ziel verfolge, ich will etwas herstellen, tritt mir Natur natürlich immer auch als Störfaktor entgegen, weil sie, und das hat sozusagen eine philosophische Bedeutung, ich würde fast mit Adorno sagen wollen, immer nicht Identisches produziert. Also die Kuh soll Milch geben, das ist und Fleisch, je nachdem. Und alles andere, was sie sonst noch macht, ja, Kot zum Beispiel oder Krankheiten oder so, sind Störfaktoren in diesem Kontext. Und ich glaube, das moderne Naturverhältnis ist natürlich sehr weit gediehen darin, genau diese Zwecksetzung, diese Verdinglichung von Natur aufs Extreme zu treiben. Ja, also immer dickere Euter bei der Kuh, die sozusagen mit immer weniger Input, also weniger Nahrung und weniger Dirt, weniger Störfaktoren, immer mehr Milch geben soll. Mhm. Und gleichzeitig sieht man aber, dass da noch was anderes passiert. Ja, so wie dieser Mann diese Kuh da hält und auf sie bezogen ist. Ist da auch das angelegt, was ich eine Resonanzbeziehung nenne. Die Kuh bedeutet ihm was. Ja, sie spricht zu ihm. In gewisser Weise würde ich sagen, sie spricht mit eigener Stimme. Ich glaube, dass wir fast immer
einen solchen Appell, einen Resonanzappell erfahren, wenn wir in Augen schauen und auch in etwas, was eine Stimme hat. Eine Kuh kann ja auch muhen. Ne? Und sie hat diesen Eigensinn. Da begegnen sich zwei Wesen, die mit eigener, unterschiedlicher Stimme sprechen und füreinander nie vollständig verfügbar sind. Ja, der Mensch, der in dem Fall vielleicht ein Melker ist, weiß, dass er kann die Kuh nicht völlig beherrschen. Sie macht Dinge, die er nicht im Blick hat, ja, die jenseits dieses Intentionalen sind und die er doch nicht nur als Dirt, als Störfaktor erfährt, sondern als etwas, was auch mit ihm zu tun hat, was ihm etwas zu sagen hat und woraus sich eine Beziehung ergeben kann und in dem Fall vielleicht auch ergeben hat, die unverfügbar sind, hält. Das heißt, man weiß, die beiden, die da interagieren, wissen nicht genau, was sie füreinander bedeuten, wie sie miteinander umgehen. Und deshalb würde ich sagen, da sieht man eine Resonanz- und eine Entfremdungsbeziehung oder eine Verdinglichungsbeziehung gleichzeitig. Können Sie damit was anfangen, Frau Linde? Fühlen Sie sich darin? Ja, finden Sie natürlich sich darin kann ich wieder? Was, kann ich auch was damit anfangen. Also, aber das ist so ein schönes Beispiel eben für dieses Konzept von Dirty Minimal. Also das Konzept war, ich wurde da eingeladen, in einem Schloss eine Ausstellung zu machen und das war so ein kleines Dorf und alles, was da gab, war dieser Kuhstall, wo die Kühe ihr ganzes Leben verbringen. Und ich hatte die Idee, weil ich ja wusste, die Kühe verbringen ihr Leben nur im Stall und sind völlig verdinglicht, die Idee war, den entfremdeten Arbeiter zu zeigen. Und passiert ist aber was anderes. Die Arbeiter hatten alle Lieblingskühe und ganz unterschiedliche Definitionen darüber, warum das jeweils eine Lieblingskuh ist. Und auch diese, wenn man so will, diese Resonanz hat dann ja auch bei mir stattgefunden. Also die Kühe lernen dann auch kennen und werden dann auch zutraulicher. Auch die Arbeiter werden dann sozusagen offener und erzählen mehr. Und zum Beispiel, die dicken Euter sind gar nicht diejenigen, die viel Milch geben. Das habe ich auch gelernt im Kuhstall. Das sind die viele Adern haben zum Beispiel. Okay. Weil die Lieblingskuh eines anderen war zum Beispiel auch diejenige, die besonders viel Milch gibt. Das ist eine Superkuh, die hat eine Menge Leistung. Okay, eine Milchproduktionseinheit mit großer Effizienz. Genau. Also wir haben, also was ich so super faszinierend finde, auch an diesem Bild und auch an dieser persönlichen Beziehung zwischen dem Melker und der Kuh, mit der er da zu tun hat, ist, dass sich dort eben diese Gleichzeitigkeit von einer emotionalen Beziehung zwischen Naturwesen zeigt und gleichzeitig eine entfremdete, problematische Situation. Und die würde ich gerne noch einen Augenblick weiter vertiefen. Also wir haben jetzt schon von Entfremdung gehört und ein anderer zentraler Begriff, Herr Rosa, in Ihrer Theorie ist Beschleunigung. Vielleicht erläutern Sie noch einmal, was eigentlich mit Beschleunigung gemeint ist und was daran das Problem ist. Also und was vielleicht auch nicht. Sie scheinen ja nicht sagen zu wollen, dass Beschleunigung per se falsch ist und Entschleunigung dementsprechend die Lösung wäre, sondern Sie meinen ja offensichtlich etwas Komplizierteres mit Beschleunigung. Ja, also ich glaube schon, dass man auch an dem Cooper-Spiel das irgendwie ganz gut sehen kann. Also Beschleunigung war für mich sozusagen die Chiffre für das, was ich heute dynamische Stabilisierung nenne, nämlich eine Gesellschaft, die immerzu auf Steigerung zielt. Genau genommen sind wir institutionell durch unser Wirtschaftssystem zum Beispiel, das wir natürlich immer noch als kapitalistisch beschreiben würden, aber nicht nur dadurch, auch durch unser Wissenschaftssystem, durch unser Technikverständnis, darauf geeicht, Dinge sozusagen immer stärker verfügbar zu machen. Das heißt natürlich auch schneller und mit niedrigerem Mitteleinsatz. Ja, wir finden das überall. Wir wollen schneller irgendwo hingelangen, deshalb fliegen wir. Wir wollen eine schnellere Verbindung, deshalb versuchen wir ständig das Internet maximieren oder die Internetgeschwindigkeit und so weiter. Das heißt, wir versuchen, Welt verfügbarer zu machen. Und der Punkt ist, das liegt nicht nur daran, dass wir so gierig sind und so unersättlich, sondern es ist inzwischen zu einer systemischen Notwendigkeit geworden. Ja, in der Landwirtschaft zum Beispiel, die wie alle anderen Bereiche auch konkurrenzwirtschaftlich organisiert ist und wir wissen, der Milchpreis ist im Keller. Warum? Weil Kunden Milch kaufen, wenn sie billig ist und deshalb ist natürlich der Landwirt auch dazu also gezwungen eigentlich, ja, möglichst rational zu wirtschaften, also günstige Preise zu liefern und Beschleunigung sozusagen muss man aber nicht als Oberbegriff für diese Entwicklungen nehmen. Ich beschreibe sie als dynamische Stabilisierung. Man kann das Gegebene nur durch Steigerung erhalten. Und übrigens, dieser Zwang, und ich würde auch sagen, das ist ja erstmal gut, weil mit solchen Mitteln, ja, durch das Verfügbarmachen von Welt
auch durch kapitalistische Wirtschaften, das würde ich schon sagen, haben wir es geschafft, die Nahrungsmittelknappheit in Europa jedenfalls zu überwinden. Genau genommen könnten wir sie sogar weltweit überwinden. Mhm. Die Mittel dazu haben wir. Und es gibt gewaltige Fortschritte in allen Bereichen, die ich gar nicht kritisieren will. Aber man sieht jetzt eben auch, und ich finde, das Kuhbeispiel ist eigentlich sehr, sehr schönes, weil die Entwicklung bleibt da nicht stehen. Also man sieht zweierlei. Erstens, wenn sich sowas wie eine Beziehung zwischen dem Melker oder dem Bauern und der Kuh entwickelt, dann wird es tendenziell zum Störfaktor. Zum Beispiel, dass es den Bauern dann leid tut, wenn sie geschlachtet wird, oder weil sie nicht mehr genug Kuh gibt, nicht mehr genug Milch gibt, dann muss das Tier weg. Ne? Das wird ihm vermutlich Ärger machen, wird ihm wehtun. Ne? Und auch wenn sie krank ist, wo man vielleicht aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sagen wird, weg damit, ne? Die Kosten sind jetzt zu hoch. Da wird er dann irgendwie sagen, ach nee, ist aber doch schade drum. Ne? Und womöglich streichelt er sie noch und das ist eigentlich ein Zeitverlust. Ja, könnte man optimieren. Und wir tun das. Ja, die neue Landwirtschaft, sozusagen die Entwicklung geht darauf hin, überhaupt keine Interaktion mehr zuzulassen, sondern es gibt Melkmaschinen, es gibt Füttermaschinen, also in den USA können Sie das, meistens kommen diese Sachen ja aus den USA, da können Sie das schon sehen, der Bauer sitzt eigentlich nur noch von seinem Terminal, ne, und steuert die Maschinen, die melken und füttern und ich weiß nicht, was noch alles tun. Das heißt, die Logik der Steigerung, dessen, was ich dynamische Stabilisierung nenne, oder von mir aus die Logik der Beschleunigung, treibt systematisch diese Beziehungen, die man da noch sehen kann, ins Abseits. Ich würde eigentlich sagen, wenn wir so weitermachen, wie wir bisher machen, wird der Landwirt der Zukunft keine Lieblingskuh mehr haben. Und wenn es ihn anfällt, ich würde eigentlich sagen, übrigens, es zahlt nicht nur die Kuh den Preis, sondern auch der Bauer. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt Sie mit diesen bäuerlich tätigen Menschen dort zu tun haben, aber ich würde sagen, das verursacht natürlich auch Entfremdung bei den Melkern oder Bauern, die da eine Beziehung zur Kuh aufbauen, weil die natürlich wahrnehmen, das, was wir da mit den Tieren und mit den Tieren oder den Kühen machen, ist schlecht für die und am Ende auch schlecht für uns, weil wir die Fähigkeit mit Lebewesen, mit lebendiger Natur auf unverfügbare Weise in Bezug zu treten, weil wir die verlieren. Dann würde ich sagen, wir erzeugen auf diese Weise eine ökologische Krise und eine psychologische Krise. Nehmen Sie das auch so wahr, Frau Linde? Können Sie das bestätigen? Ja, also wir haben ja nicht nur eine ökologische Krise, wir haben ja eine politische Krise. Das System, es ist ja nicht nur das ökonomische System, was quasi immer weiter wächst, sondern wenn Systeme nicht am Wachstum gehindert werden, das tun wir nicht, dann wachsen die eigentlich ins Unendliche oder sind dazu fast geneigt, ins Unendliche zu wachsen. Aber gut, sie hat mich eigentlich was anderes gefragt, ob ich das auch so sehe, dass die Menschen das auch als Krise wahrnehmen. Oder das ist das Schöne, was ich auch versuche in meinen Arbeiten eben zu zeigen, die Ambivalenzen unseres Lebens oder auch dahin zu gehen, wo wir normalerweise nicht hingehen, auch in Bereiche, ich gehe gern dahin, wo es weh tut. Also ich habe mit der Bundeswehr zusammengearbeitet. Ich war am Straßenstrich und habe an solchen Orten aber auch immer Tolles und also Schönheit gefunden. Und das ist das ist immer dann das, was so verschreckt, dass die Sachen nicht immer nur eindeutig schlecht sind. Naja. Ne? Ja, das ist eine interessante Überlegung, wenn ich mich aber mal kurz einklinken darf. Also wir dürfen uns ja auch ein bisschen streiten, aber wobei es mir jetzt nicht um den Streit geht, sondern es geht mir schon auch um das Naturverhältnis. Und ich finde es faszinierend, was Sie sagen. Ich würde das auch, also meine eigene Deutung lautet eigentlich, vielleicht trifft sie da mit ihrer Intuition. In letzter Zeit tue ich bei fast allem, was ich tue, fällt mir die eine Liedzeile von Leonard Cohen aus Anthem ein. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Ja. Und ich stelle mir das jetzt gerade so vor, was Sie sagen, auch auf dem Straßenstrich und auch bei der Bundeswehr, vielleicht sogar im Krieg, scheint dieses Resonanzmoment auf. Ja, überall da, was Sie vielleicht als ästhetisch beschreiben würden oder was ich als Resonanzmoment beschreiben würde, ich hätte jetzt nur die Sorge oder den Einwand, dass es dann eben so radikal auseinanderfällt. Also sozusagen auf der einen Seite haben wir die landwirtschaftliche Logik oder die Kriegslogik oder die Ausbeutungslogik, auch vielleicht auch auf dem Straßenstrich, die einfach sozusagen immer erbarmungsloser wird. Und dagegen haben wir einen künstlerischen, einen ästhetischen Blick, der aber völlig davon getrennt ist. Also was ich jetzt vielleicht meine ist,
Der Bauer hat irgendwie beides. Er hat ein verdinglichendes Verhältnis, aber er hat auch eine Beziehung zu der Kuh. Aber das beide fällt auseinander, wie es in der Gesellschaft überhaupt auseinanderfällt. Also wir haben ein Naturverhältnis, das absolut verdinglicht in der Massentierhaltung, aber auch in den extraktiven Industrien. Da könnte man stundenlang drüber reden. Und dagegen stellen wir eine ästhetische Naturerfahrung. Ja, das großartige Gebiet. Ja, ich glaube, Ihnen geht es um was anderes. Also insofern werden wir uns am Ende einigen. Aber ich will trotzdem nochmal meine Sorge artikulieren, dass das dann auseinanderfällt. Also wir haben auf der einen Seite die reine Verdinglichung und auf der anderen Seite der reine ästhetische Genuss. Schau mal, wie schön das ist. Und meine Idee ist eigentlich, dass wir das im praktischen Naturverhältnis zusammenbringen müssten. Also nicht auseinanderfallen sozusagen, rezeptiver Genuss, verdinglichendes Handeln, sondern ein Handeln, ich gebe zu, ist romantisch, ja, also sowas wie die ökologische Landwirtschaft vorschwebt, wo die Kuh Namen hat, wo man sich um die Kuh sorgt, aber sie auch nutzt zugleich. Aber, also verstehen Sie, was ich meine? Also mein Vorwurf jetzt, um die Diskussion in Gang zu bringen an Sie, wäre, dass die beiden Seiten auseinanderfallen. Und Sie würden sagen, nein. Das ist ja genau das, was ich in der Kunst zusammenbringe und worum es geht. Und möglichst disparate Dinge zusammenzubringen, weil sie in unserer Welt auch zusammengehören. Wir haben Militär, wir haben Straßenstrich, wir haben ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben Milchwirtschaft, wir haben Ökonomie, die brutal ist. Zu Mensch und Tier und Umwelt. Ja. Und es geht, also es geht ja genau darum, nicht diesen romantischen Blick, der Caspar David Friedrich, der Wanderer, der außerhalb von der Natur ist und in die Natur schaut. Das ist ja genau diese Trennung der Natur, diese romantische Trennung, die im ästhetischen Genuss der Natur entsteht ja gerade erst. Genau dann in der Romantik zeigt gleich mehr oder weniger zur Industrialisierung, wo sozusagen turbomäßig die Verdinglichung und Ausbeutung der Welt stattfindet. Also das regt mich jetzt ehrlich gesagt wirklich unglaublich an, aber ich weiß nicht genau, wo das hinführt, und zwar aus folgendem Grunde, weil ich nämlich sagen möchte, also ich dachte eigentlich immer, also there is a crack in everything, und ich finde, das macht Ihre Kunst ja dann sehr deutlich, ja, also sozusagen auf der einen Seite das Grausame und Brutale, und dann scheint doch ein Moment von Schönheit, sage ich jetzt mal, auf. Übrigens ist reiner Zufall, dass da hinten Le Fleur du Mal liegt, aus Grenoble, ein Kunstprojekt auch. Also aber das bringt mich jetzt deshalb ins Grübeln, wo ich die Antwort nicht drauf weiß. Nietzsche-Kolleg ist dafür vielleicht ja auch ein guter Ort. Nämlich zu sagen, also ich dachte eigentlich immer, indem ich in den verdinglichen Verhältnissen den Resonanzsinn wieder gewinne, ja, da ist doch aber eine Beziehung zwischen Bauer und Kuh, um jetzt mal darauf zu bleiben, daraus ergibt sich der Anspruch, der Wunsch, das Verhältnis zu ändern, ja, eigentlich die Spannung zu reduzieren, nämlich eigentlich wäre meine Hoffnung in dem Fall ziemlich klar, der Kuh ein menschlicheres, also ein naturgemäßeres Leben zu ermöglichen. Aber das Problem könnte sein, also mit Baudelaire gesprochen, vielleicht auch mit Nietzsche, dass dann dieses Moment der Schönheit mit verschwinden würde. Also die Frage ist jetzt eigentlich sozusagen, lebt die Kunst lebt das, was sie ästhetisch sichtbar machen würden, bedarf es der Verdinglichung notwendigerweise? Naja, also es braucht nicht die Verdinglichung, aber ich sehe es meine Aufgabe als Künstlerin, so viel wie möglich über die Welt zu erfahren und so viel wie möglich von Welt oder Natur zu zeigen. Und das ist eben das, was ich von Welt erfahre. Und deswegen gehe ich ja in solche Bereiche hinein, in die normalerweise die Kunst gar nicht hineingeht. Also ich brauche nicht die Verdinglichung, aber sie ist ja da. Genau. Ja, das stimmt. Aber geht, nur noch eine Frage, dann ziehe ich mich wieder zurück. Aber geht aus dieser, weil ich bin wieder jetzt unsicher, also ist jetzt egal, ob es um Straßenstrich oder um Kuh geht oder um Bundeswehr, geht aus dem, was Sie da wahrnehmen und zeichnen oder fotografieren oder darstellen, geht daraus ein praxistransformierender Impuls hervor oder nicht? Kunst, die Praxis transformieren will, ist keine Kunst. Ja, okay. Kunst ist ein Bewusstseinsraum. Also die Praxistransformation entsteht dann durch das Bewusstsein. Und das ist genau nur da, wo Kunst arbeiten kann. Also Kunst, die pamphletisch schwingt und sagt, wir müssen die Welt ändern, ist keine Kunst. Das sind Demonstranten, ne? Oder politische Aktivisten. Aber Kunst Menschen motivieren, zu politischen Demonstranten zu werden, zum Beispiel. Also ich würde ausgehen, also Nietzsche war ja jetzt angesprochen und Baudelaire. Ich glaube, dass der vielleicht noch näher liegende Autor für dieses Missverhältnis und auch die Notwendigkeit vielleicht, dass es diesen Crack in everything gibt, von dem nicht nur die Kunst lebt, sondern auch
die Sehnsucht nach Versöhnung, wie Adorno das dann nennen würde. Also ich glaube, dass in dieser internen Spannung, die wir auch nicht loswerden und die, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch gar nicht, also letztlich nicht zu überwinden sein wird oder jedenfalls nicht abzuschaffen sein wird. Das ist jedenfalls nach meiner Auffassung nicht das, worauf wir hinstreben können erfolgreich. Und darin und der Versuch, das komplett aus der Welt zu schaffen, diese Dissonanzen, ist vielleicht auch gerade die Ideologie der Effizienzsteigerung, die uns in die aktuelle Situation gebracht hat. Sondern eine Alternative dazu wäre für meinen Begriff jedenfalls viel eher mit Gedanken wie Versöhnung oder Freundschaft oder also Beziehung, sich wieder vertragen mit der Natur, wenn man jetzt in dem Bild der Beziehungskrise bleiben will. Ich würde gerne einen anderen Aspekt noch einmal kurz ansprechen, bei dem wir vorhin waren, nämlich bei den systemischen Zwängen, von denen Sie beide gesprochen haben und wo Frau Linde noch ergänzt hat, dass es natürlich etwas ist, was nicht alleine in der Ökonomie liegt, auch wenn das Postulat oder das Gebot der fortgesetzten Effizienzsteigerung natürlich den Kern unserer Wirtschaftsweise ausmacht, aber auch in anderen, in politischen Kontexten sich findet. Und das beschäftigt mich auch deswegen, weil ich gerne von Ihnen hören wollte, wann das Ihrer Einschätzung nach losgeht. Also kann man sagen, das beginnt zu einem bestimmten Zeitpunkt der menschlichen Zivilisationsgeschichte. Und da habe ich, weil das natürlich bei einer Veranstaltung der Klassikstiftung Weimar unvermeidlich ist, ein Goethe-Zitat mitgebracht aus einem Brief an Karl Zelter von 1825. Dort schreibt Goethe: Reichtum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. Eisenbahn, Schnellpost, Dampfschiff und alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Also der Schlusssatz gibt dem Ganzen so ein bisschen eine kulturaristokratische Pointe, aber die Diagnose ist erstmal interessant, weil sie eine ist, die an die Anfangssituation ja der industriellen Revolution gehört. Also 20 Jahre später beschreiben Marx und Engels das im Manifest der Kommunistischen Partei ja viel ausführlicher und auch schon mit viel mehr empirischer Kenntnis. Aber das führt mich zu der Frage, ob das verweist auch zurück auf die vergangene Weimarer Kontroverse, wo Antje Boetius und Ulrike Lorenz miteinander gesprochen haben und hatten als Ausgangspunkt der Problematik nicht die industrielle Revolution, sondern die neolithische in Erwägung gezogen. Also ist sozusagen in dem Moment, wo wir damit anfangen, Kühe zu domestizieren, vielleicht schon das Problem auf die Spur gebracht? Oder ist das zu ausgreifend, also für einen Soziologen wahrscheinlich zu unbefriedigend, welthistorisch oder doch? Nein, ich würde sagen, das ist ganz wichtig. Diese Frage ist grundsätzlich wichtig und ich glaube, die Soziologie muss sich auch für historische und selbst archäologische Prozesse interessieren. Also gerade wenn man um Transformationsperspektiven nachdenkt, dann ist es super spannend zu gucken, wann hatten sich denn eigentlich grundlegende, wann hat sich das Weltverhältnis des Menschen grundlegend transformiert? Und da ist die neolithische Revolution eine, die ganz wichtig ist. Aber ich meine, Goethe ist in der Tat eine interessante Quelle. Der spricht auch vom luziferischen Charakter der neuen Zeit, also Luzifer Teufel und Velocitas, die Geschwindigkeit, die er da zusammendenkt. Mhm. Und ich finde, er hat in Faust auch deutlich gemacht, dass es nicht also sozusagen, wo da die innere Attraktivität, also das Charakterbild liegt eines Menschen, der Welt verfügbar machen will und wahnsinnig wird, wenn da am Schluss von Faust 2, Philemon und Baucis jemand sich der Verfügbarmachung in gewisser Weise widersetzt. Ich will aber, um die Frage zu beantworten, da scheint mir etwas ganz wichtig zu sein. Es stimmt schon, wenn man sich wenn man sich Zivilisationsentwicklung anguckt, ja, da kriegt man im Prinzip eine fast exponentielle Beschleunigungskurve. Ja, also zwischen den verschiedenen Entwicklungsstufen liegen am Anfang Millionen Jahre manchmal, also je nachdem, wo man anfängt, und dann Jahrhunderttausende, dann Jahrtausende und dann ab dem 18. Jahrhundert, das für mich da wirklich eine zentrale Rolle spielt, ich werde gleich sagen, warum, dann explodiert das erst recht, dann geht es sozusagen senkrecht nach oben. Also da ist schon ein Beschleunigungsmoment drin, aber es ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist trotzdem nicht ein kontinuierliches System. Es vollzieht sich ein entscheidender Wandel tatsächlich im 18. oder um das 18. Jahrhundert herum, das kann man ja nicht auf die Jahreszahl genau angeben, den ich durch solche Überlegungen auf gar keinen Fall einebnen möchte, weil es gab immer mal
bahnbrechende, umwälzende Entdeckungen. Ne? Aber die wurden häufig entweder zufällig gemacht, jemand stolpert über was. Ne? Oder weil sich in der Umwelt was geändert hat. Ne? Durch Bevölkerungswachstum wurde plötzlich zum Beispiel ein Nahrungsmittel knapp oder so. Oder durch einen Klimawandel, ja, wurde man gezwungen. Oder auch, weil ein Feind vor der Tür stand. Und ich würde sogar einräumen, Menschen sind auch neugierig. Ja, plötzlich hat jemand was rausgefunden oder entdeckt, wie eine Sache leichter und einfacher und schneller geht. Und ab da haben die Menschen das gemacht. Das ist überhaupt keine Frage. Aber dieses, das, was ich als den Modus dynamischer Stabilisierung nenne, das entwickelt sich erst im 18. Jahrhundert, dass wir nämlich gezwungen sind, auch wenn wir nicht neugierig sind und auch wenn sich nichts in der Umwelt ändert, jedes Jahr schneller zu werden, um das Bestehende zu erhalten. Also dieser Zwang sozusagen zur Aufrechterhaltung des Status quo jedes Jahr zuzulegen, das ist neu und das gab es nicht vor dem 18. Jahrhundert. Deshalb konnten die, eigentlich haben frühere soziale Systeme auf Bewahrung des Bestehenden, die waren daraufhin angelegt. Manchmal waren sie sogar definitiv innovationsfeindlich, das Zunftwesen zum Beispiel. Und manchmal waren sie einfach neutral, aber im Wesentlichen haben soziale Gemeinschaften versucht, das Bestehende zu erhalten. Manchmal waren sie gezwungen, was zu verändern, manchmal war es Zufall oder Neugier, die sie geändert hat. Aber das moderne, insbesondere ökonomische System, ist systemisch, institutionell dazu gezwungen, sich zu steigern, um das Bestehende zu erhalten. Und das ist neu und das beginnt erst im 18. Jahrhundert. Und das hat uns dahin geführt, wo wir jetzt im 21. Jahrhundert sind. Also, wenn ich kurz was dazu sagen dürfte, ich bin anderer Meinung. Ich würde nämlich in der Tat auch bei der neolithischen Revolution ansetzen, nämlich einfach durch den Umstand, dass durch Ackerbau entsteht Besitz. Ja. Und das gab es vorher nicht. Und mit dem Besitz kommen auch erst die Kriege sozusagen in die Welt um diesen Besitz. Und in der Folge kommt natürlich das Bevölkerungswachstum auch entsteht. Zu der Zeit. Und gleichzeitig ist natürlich auch so, oder in Folge dann auch, dass irgendwann Geld entsteht, um diese Besitzverhältnisse den Übergang von Besitzverhältnissen zu erleichtern. Und Geld ist natürlich auch so auch das erste System, was sozusagen auf nichts, es fußt eigentlich nur auf dem Glauben und auf dem, dass genug Menschen davon überzeugt sind, dass das diesen Wert hat. Das ist also das erste Mal, dass sozusagen auch ein Wert sich entkoppelt, sehr, sehr rasch von den Dingen. Und dann ist es nämlich auch ein System, was alleine läuft. Ja, ich finde, also ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt an der Stelle austragen müssen, weil das kann man, glaube ich, endlos diskutieren. Ich würde sozusagen sagen, ich glaube, dass Sie recht haben zu sagen, es gibt Voraussetzungen dafür, dass im 18. Jahrhundert diese Dynamik in Gang kommt, die schon früher begonnen haben. Da würde ich Ihnen ganz zustimmen. Aber ich meine, selbst Locke, von dem ich sagen würde, das war ein entscheidender Antriebsfaktor dabei. Aber selbst der geht einfach noch davon aus, dass genug Land da ist. Ja, jeder soll die Gelegenheit haben, sozusagen Land zu nehmen. Also die Idee, dass Land knapp ist und wir deshalb sozusagen in Konkurrenz treten müssen, ist nicht notwendigerweise, jedenfalls nicht in allen Weltgegenden immerzu angelegt. Und auch Geld alleine reicht vielleicht noch nicht. Erst wo Geld Kapital wird, und zwar sehen Sie das daran, dass da ein Phänomen immer wieder beschrieben worden ist, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, nämlich in Gegenden, in denen noch nicht kapitalistische Wirtschaftsweise herrschte, zum Beispiel Akkordlöhne gezahlt wurden. Das ist in Tunesien beschrieben, in Indien oder bei Max Weber schon in Ostelbien sozusagen, dass Landarbeiter, wenn sie die Löhne, also die kapitalistische Unternehmer haben häufig gedacht, wir erhöhen die Löhne, dann arbeiten die mehr, ja, haben sie einen höheren Anreiz. Und de facto haben sie aber immer das gleiche Erfahrung gemacht, nämlich die Leute sind nach 14 Tagen nach Hause gegangen und haben gesagt, ich habe jetzt genug für den Monat. Ja, ich habe ja jetzt schon das Geld, das ich brauche für diesen Monat. Also das, was Weber Bedarfsdeckung nennt, hat sich sogar über die Herausbildung des Geldwesens erstmal gehalten. Menschen haben gesagt, so viel brauche ich zum Leben und wollten das haben und nicht mehr. Die Idee, dass es gar nie genug geben kann, ja, dass man immer mehr erwerben muss, würde ich sagen, das läuft dann, die Entwicklung, die Sie beschrieben haben, verdichten sich dann im 18. Jahrhundert zur Ingangsetzung eines Systems, das dann endogen auf Steigerungen hin angelegt ist. Vielleicht kann man es sogar so sagen, was Sie beschrieben haben, legt es nahe sozusagen eine Steigerungsorientierung, aber den systemischen Steigerungszwang, der bildet sich, glaube ich, erst später heraus. Also wir können das ja vielleicht an der Stelle, vielleicht können wir uns darauf verständigen, dass wir sicherlich in einer expansiven Natur, sich fortgesetzt von naturentfremdenden Konstellationen heute leben, dass diese aktuelle Situation eine Vorgeschichte hat,
die relativ weit zurückreicht, die vielleicht auch anthropologische Dimensionen hat, wenn man irgendwie bei dieser There's a crack in everything Metapher nochmal bleibt, aber die mit Sicherheit mit der neolithischen Revolution, mit der Entstehung von Privateigentum und dann einige tausend Jahre später mit der Entstehung von Geldwirtschaft eine Dynamik aufnimmt, in der expansive Effizienzsteigerung zu einem grundsätzlichen Element unserer Form der Naturauseinandersetzung wird, die dann in der Gegenwart, also das ist vielleicht auch, scheint mir jetzt bei beiden der Sache nach angelegt, die wir heute jedenfalls als einen systemischen Zwang erleben. Also der sich schwierig individuell begegnen lässt oder der man sich nur partiell entziehen kann. Und das ist etwas, wo ich jetzt versuchen würde, jetzt vielleicht diese diagnostisch-analytische Dimension unseres Gesprächs mal einen Augenblick auf sich beruhen zu lassen, zumal man darüber ja in der Tat lange und auch mit Recht lange weiter diskutieren kann und uns nochmal auf die Frage lenken, welche Therapieformen es gibt. Und zwar konkret, welche Möglichkeiten wir sehen, für Kunst beziehungsweise für Sozialwissenschaft uns hier behilflich zu sein. Und ich würde gerne vielleicht als erstes noch einmal an Sie, Herr Rosa, diesen Begriff der Resonanz vertiefen, weil Sie den, glaube ich, als Element der Lösung jedenfalls stark machen. Also es gehört vielleicht trotzdem dazu, dass wir den Kapitalismus abschaffen und das Privateigentum loswerden müssen, aber wir sprechen jetzt erstmal über Resonanz und ich will Sie da gerne mal mit zwei Zitaten konfrontieren, die für meine Begriffe in einer bestimmten Spannung zueinander stehen und bin gespannt, wie Sie damit umgehen. Also in Ihrer Studie von 2012, Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung, diagnostizieren Sie, dass unsere Beziehungen zur Welt, in denen immer seltener solche sind, in denen die Welt den handelnden Subjekten als ein antwortendes, atmendes, tragendes, in manchen Momenten sogar wohlwollendes, entgegenkommendes oder gütiges Resonanzsystem erscheint. Also Sie diagnostizieren mit Begriffen, die typischerweise jetzt in einer naturwissenschaftlichen Beschreibung von Welt nicht vorkommen, dort auch gar keinen Ort haben, eine Beziehung zur Welt, die aus Gründen heute immer seltener sich so darstellt. Und Sie schreiben dann 2019 in Resonanz eine Soziologie der Weltbeziehung. Und in der Tat ist die Vorstellung einer antwortenden Welt aus dem kognitiven Horizont der aufklärerisch-rationalen Moderne im Grunde nicht zu verteidigen. Aus Ihrer Sicht, also aus der Sicht der rationalen Moderne, bietet das Universum nur ein stummes Schauspiel, das sich unter der Regie der Naturgesetze vollzieht. Also die Situation, in der wir heute stehen, ist eigentlich eher eine, in der, also mit Nietzsche gesprochen, Gott tot ist. Die Welt ist nicht so ein gütiges, antwortendes Resonanzsystem, sondern sie ist ein mathematisch beschreibbares Kausalsystem, das sich nüchtern vollzieht und als solches gar nicht, also in den Begriffen eines modernen wissenschaftlichen Weltbildes, gar nicht in diesen Metaphern, die Sie verwenden, und Resonanz ist ja vielleicht letztlich dann auch so eine Metapher, gar nicht adäquat fassen lässt. Bedeutet das, dass Sie sagen würden, Wissenschaft kommt hier an eine Grenze? Ja, das würde ich sagen. Also ich verstehe, ja, ich würde jetzt ehrlich gesagt sagen, zwischen den beiden Aussagen, glaube ich, gibt es keinen Widerspruch. Nee, genau, also es ist jetzt nicht direkt ein Widerspruch, aber die erste Aussage scheint, wenn man sie jetzt nicht nur als Diagnose versteht, sondern vielleicht auch als ein Plädoyer, scheint sich dafür auszusprechen, dass wir trotz der Moderne oder der spätmodernen Situation, in der wir leben, wieder versuchen zu lernen, Welt als so ein antwortendes, gütiges Resonanzsystem zu verstehen, während wir ja gleichzeitig sozusagen ausgehend von den Kernbeständen dessen, was modernes Weltbild bedeutet, gerade das nicht können. Also ja, diese Spannung. Aber das ist einfach gemeint, also da würde ich jetzt sagen, das ist im Zusammenspiel gemeint als Kritik am modernen wissenschaftlichen Weltbild. Ja, ich wollte jetzt auch nicht darauf hinaus, Herr Rosa, ich habe einen Widerspruch in Ihrem Denken gefunden. Es gibt jede Menge Widersprüche. Nee, genau, nee, darum geht es mir aber nicht, sondern mir geht es darum, wie kriegen Sie diese beiden Pole
zu sein? Also ich würde erstmal sagen, weil die Sorge, die ich hatte, war tatsächlich 2012 stärker als in dem späteren Buch. Das ist schon so. Da bin ich eigentlich noch davon ausgegangen, dass wir eigentlich von immer stärkeren Resonanzverlusten geprägt sind. Also meine Idee dort war zu sagen, wir werden immer besser in der Naturbeherrschung, Natur unter Kontrolle zu bringen, sie zu dominieren, aber wir verlieren sie als antwortendes, atmendes Gegenüber, eben als ein Resonanzsystem. Ich würde da inzwischen sagen, naja, die Vorstellung, dass Natur selber Resonanz sein kann, ist natürlich in vielerlei Hinsichten auch eine moderne. Deshalb glaube ich, ist es nicht so einfach. Ja? Also in gewisser Weise habe ich das vielleicht versucht, theoretisch zu entdecken, was Frau Linde mit den Mitteln der Kunst auch darstellt, dass nämlich auch selbst Resonanzsensibilität in gewisser Weise vielleicht ein modernes Produkt ist, aber nicht eines der Wissenschaft. Das würde ich schon sagen. Also was mich ja interessiert, ist unser Weltverhältnis. In welcher Art von Beziehung stehen wir zur Welt als Ganzes? In was sind wir da hineingestellt? Man kann auch sagen, zum Leben. Es gibt ehrlich gesagt verschiedene Begriffe dafür, was man mit Jaspers die umgreifende Wirklichkeit oder von mir aus auch die letzte Realität nennen kann. Menschen entwickeln einen Sinn dafür, was das Leben ist. Ja, dann in dem Fall ist das Leben als letzte Realität gedacht. Was heißt es zu leben? Was ist das Leben? Was macht das Leben mit uns? Was ist die Aufgabe, das Ziel, die Möglichkeiten oder die Natur? Ja, wir sind ein Teil der Natur, hat Frau Linde vorher gesagt. Was für eine Beziehung ist das? Was ist die Natur? Ja, wie stehen wir dazu? Oder der Kosmos, es gibt verschiedene Letztbegriffe sozusagen, aber wir brauchen einen Sinn dafür. Und die Wissenschaft, würde ich sagen, die entwickelt eben selbst ein verdinglichtes, analytisch distanziertes Weltverhältnis, was große Vorteile hat. Die Wissenschaft versucht ja sozusagen gerade nicht in eine lebendige Antwortbeziehung zu treten, sondern dieses Ding, zum Beispiel eine Kuh gnadenlos auseinander, Tierversuche. Da wird halt, und das wird ja auch gerechtfertigt. Also ich war mal in einer Schulklasse, die gelernt hat, dass man Heuschrecken das Bein ausreißen darf, weil man dann sehen kann, wie die Schmerzreaktion im Gehirn ist, oder ich weiß nicht, ob das ein Gehirn ist oder was, in den Nervenzellen. Und das darf man, weil es dient ja dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt. Und ich würde sagen, ist auch so. Eine Wissenschaft hat ein kaltes, distanziertes Verhältnis zur Welt. Und die naturwissenschaftliche Erklärung der Welt erlaubt es eigentlich nicht, sich das so vorzustellen, dass am Grunde meiner Existenz ein antwortendes, tragendes, lebendiges Gegenübersteht. Aber dafür haben Menschen andere Sphären, nämlich zum Beispiel Kunsterfahrungen. Und sie gehen in die Natur, in den Wald, ist ja gerade wieder super in. Ja, weil sie das Gefühl haben, irgendwie, da passiert was mit mir. Oder manche sagen, in der Wüste, im Schweigen der Wüste finde ich erst zu mich selber. Und das ist halt zu mir selber kannst du nicht mit naturwissenschaftlichen Begriffen erklären. Deshalb glaube ich, unser Weltverhältnis ist komplexer, als es die Naturwissenschaften alleine zu fassen versuchen. Und Leute wie Bruno Latour oder Philippe Descola in Frankreich, die sagen, die wissenschaftliche Weltbeschreibung ist vielleicht gar nicht die letzte, das ist eher eine anthropologische Besonderheit, dass wir denken, wir sind die einzigen resonanzfähigen Wesen in einer ansonsten schweigenden Welt. Das ist sozusagen die Anomalie. Und deshalb verstehe ich da das, was ich da geschrieben habe, als Kritik am rationalen wissenschaftlichen Weltbild. Nicht, weil es falsch ist, sondern weil es einseitig ist. Das ist interessant. Würden Sie da mitgehen, Frau Linde? Ich frage das auch deswegen, weil Sie hatten vorhin ja deutlich gemacht, dass die Rolle der Kunst auch eine politische sein muss. Also dass Kunst ein Instrument der Bewusstmachung ist, nicht ein Instrument jetzt der direkten politischen Agitation, sondern vielleicht eher der Horizonterweiterung. Aber schon etwas, was jedenfalls sich mit der Realität, mit der Wirklichkeit auf eine Weise auseinandersetzt, die Widersprüche auch der Realität transportiert, sichtbar macht, durchsichtig macht. Und ich frage mich, ob Ihnen vielleicht dieses ästhetische Naturerleben, wo dann Kunst als ein Instrument der ästhetischen Resonanz erscheint, ob das nicht vielleicht aus Ihrer Sicht eher eins ist, wie es sich vielleicht bei Goethe noch findet, also der Park als begehbares Kunstwerk, aber welches vielleicht mit einem zeitgenössischen Kunstverständnis in der Form gar nicht gut zusammengeht. Also ist das nicht eine Spur zu romantisch, kurz gefragt? Also. Auf jeden Fall. Also natürlich teile ich ganz klar die Kritik am einseitigen, rationalen Auslegung von Welt oder auch Zugriff auf die Welt. Mhm. Und genauso die Kritik am ästhetischen Wohlbefinden, was man in der Natur hat. Das ist ja, entspricht einer Sehnsucht, aber auch nicht der Realität. Also der Wald ist nicht Natur. Das ist vielfältig. Ja.
Na, erstmal Sie, aber dann nachher will ich widersprechen. Na, das ist ja, also wir haben, ich glaube, es gibt irgendwo ein 1% gibt es noch so einen Plenterwald, der sozusagen Urwald gelassen ist. Ansonsten ist das ja auch eine, ist genauso die Nutzfläche, die aber so aussieht, die uns sozusagen so erscheint, als sei sie Natur. Wir haben ja mittlerweile wirklich alles, fast alles gestaltet, was uns umgibt. Und insofern ist diese Sehnsucht, die beliefert auch Kunst nicht. Also nicht mal heute. Oder darf sie heute nicht mehr beliefern, dieses ästhetische Naturempfinden als reinen Selbstgenuss oder als Ausgleich. Das ist sozusagen Spaziergang. Und was ich will, ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Was war nochmal Ihre zweite Frage? Ja, dem Herrn Rosa brennt ja schon ein Widerspruch auf den Lippen. Vielleicht nehmen wir den und schauen, was das auslöst bei Ihnen, Frau Linde. Ja, wenn ich ganz kurz darf, aber ich will da sozusagen das jetzt nicht monopolisieren. Also ich würde dem, eigentlich würde ich dem stark widersprechen. Ich glaube, man darf jetzt auch nicht sozusagen zu schnell eigentlich da dann selber vielleicht das naturwissenschaftliche Weltbild übernehmen, weil ich würde sagen, natürlich ist der Wald oder der Park, alles, wo ich hingehen kann, nicht die reine Natur. Aber ich finde, der Begriff der reinen Natur finde ich exakt absurd. Wo soll denn die wann gewesen sein? Ja, Natur wandelt sich ja eigentlich ständig. Aber was ich begegne, wenn ich in den Wald gehe, ist sozusagen an diesem eigensinnigen, eigenständigen, unverfügbaren anderen, was mit anderer Stimme spricht. Also nehmen Sie einen Baum. Ne? Ich pflanze einen Baum, ich habe den gepflanzt, der ist sowieso gezüchtet. Aber ob der jetzt wächst, ob der Früchte trägt, ja, an welchem Ast der Früchte trägt, ehrlich gesagt sogar, welche Äste da kommen, das ist dieses Unverfügbare. Im Gegensatz zum Plastikbaum. Ich habe mir lange, ehrlich gesagt, überlegt, kann ich zu einem Plastikbaum die gleiche Beziehung haben wie zu einem Naturbaum? Oder das können Sie auch, ehrlich gesagt, wenn Sie gärtnern oder so. Ja. Der Witz ist dieses eigenständige, Unverfügbare, wo ich jetzt eigentlich wirklich sagen würde, da entwickelt sich eine Resonanzbeziehung insofern, als ich mich zwar in einem Austausch mit dem Ding als selbstwirksam erfahren kann. Ja. Es hängt von meinem Düngern ab oder von meinem Gießen oder was weiß ich was. Ob die Pflanze wächst oder nicht, aber sie tut auch Dinge, die stehen mit mir in Beziehung, mit meinem Handeln, aber sie bleibt mir unverfügbar. Ich weiß nicht genau, manchmal geht sie auch ein, obwohl ich sie gepflegt habe oder andersrum, sie überlebt, obwohl ich sie aufgegeben habe. Und deshalb trete ich da mit einem unverfügbaren, eigenständigen anderen gegenüber. Und wenn ich in den Wald gehe, ist es natürlich so. Ja, ich habe diese Vögel und diese ganzen Dinge nicht unter Kontrolle. Ja. Da treibt was, da lebt was. Und diese Erfahrung, glaube ich, ist irgendwie wichtig. Und ich würde die jetzt nicht vorschnell sozusagen abtun. Und ich denke, ehrlich gesagt, in der Kunst, aber da, ich weiß, da sind die Kunstbegriffe sind sehr unterschiedlich, ich stimme Ihnen völlig zu, es geht mir nicht um Wohlbefinden und Wohlgefallen. Resonanz hat immer auch dieses Widerständige, ja, und manchmal irritiert es und tut es weh. Aber auch in der Kunst, da wo ich, selbst wo ich es mit Kunstwerken, gerade mit modernen Kunstwerken zu tun habe, die gefallen mir nicht einfach. Aber ich habe das Gefühl, da spricht was zu mir. Normalerweise bei der Kunsterfahrung würde ich eigentlich sagen, ist auch heute noch dieses, der am häufigsten gehörte Satz ist, da ist was drin, ja, das macht was mit mir. Und dieses eigenständige Gegenüber, das sich dem Zweckmitteluniversum entzieht, das ist für mich der Kern einer Resonanzerfahrung. Wenn ich da direkt darauf antworten darf, ich glaube, mit Resonanzerfahrung oder Beziehung meinen Sie etwas ganz anderes als ästhetische, also diese ästhetische Erfahrung des Naturgenusses. Ja, okay. Also das hat ja, selbst Kant hat das ja schon als dieses interessenlose Wohlgefallen bezeichnet, wo er genau dieses Interesse, also diese ästhetische Erfahrung von Natur hat ein Interesse, nämlich ich möchte mich entspannen, ich möchte raus, ich möchte loskommen von meinem technisierten Umwelt. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen, aber das interessenlose Wohlgefallen oder Resonanz bedeutet ja genau dann, aus einer Freiheit heraus in eine Beziehung zu treten. Und das ist natürlich auch das, was Kunst macht, dass sie nämlich sozusagen den Blick oder die Beziehung freiräumt vom Denken oder von den Vorurteilen. Mhm. Ja, genau. Ich würde gerade, wo wir gerade beim Wald die ganze Zeit sind, anfangs Kühe, jetzt Wald, also wir sind ja in etwa eine Generation, darf ich vielleicht sagen, und wir sind quasi jedenfalls ökologisch sozialisiert mit dem Thema Waldsterben. Das war die große ökologische Thematik in den 80er Jahren und wurde für meine Begriffe begleitet von Diskussionen, die ein relativ starkes skeptisches Verhältnis zu den Wissenschaften, insbesondere zu den Naturwissenschaften, ausgeprägt hat. Also also von Grenzen der Wissenschaft ist viel die Rede gewesen. Autoren wie Georg Picht oder Paul Feyerabend, viele andere, die vielleicht auch zum Teil im Anschluss an einen verknappt verstandenen Nietzsche
davon ausging, der Zweck der Wissenschaft ist Weltvernichtung und der berechnende und destruktive Blick, mit dem Naturwissenschaften Welt betrachten, ist eigentlich in erster Linie Teil des Problems. Fällt uns jetzt auf die Füße. Tschernobyl wurde dann dafür das Schlagwort. Und an jedem zweiten Bulli klebte die Weissagung der Cree, wenn ihr den, ne, und so weiter, ist bekannt. Also diese Stimmung scheint mir eine zu sein, die wir vielleicht hier schon auch haben anklingen lassen, die sich aber für meine Begriffe mit der aktuellen umweltbewussten oder umweltaktivistischen Bewegung nicht in dieser Form wiederfindet. Also bei der Fridays for Future Bewegung und den Scientists for Future ist, glaube ich, die Vorstellung viel stärker, dass wir in erster Linie in Allianz mit den Wissenschaften, mit den Naturwissenschaften, mit den Klimaforschern und so weiter gemeinsam diese Probleme, denen wir uns aktuell gegenübersehen, nur angehen können, nur erfolgreich lösen können. Also sozusagen wenig Raum für diese Debatte, die wir jetzt hatten, die einen, die auch den Geltungsanspruch von Wissenschaft mit in Frage stellt oder über sowas wie Grenzen von Wissenschaft spricht. Und mich würde interessieren, wie Sie das wahrnehmen oder wie Sie vielleicht, Sie sind ja Wissenschaftler beide, außerdem, also nicht nur Künstlerin, sondern zugleich ja Hochschullehrerin. Wie bringen Sie dieses Selbstverständnis einer Wissenschaftlerin, eines Wissenschaftlers mit den vorhin diskutierten Fragen nach den möglichen Grenzen von Wissenschaft zusammen? Was bedeutet das für Sie? Vielleicht mögen Sie anfangen, Frau Linde. Ja, ich denke gerade nach. Man muss, glaube ich, unterscheiden von Wissenschaft und Technologie. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Dann muss man sehr unterscheiden, wie Wissenschaft betrieben wird. Also ein Problem der Wissenschaft ist ja oft diese stillschweigende Infrastruktur, hat es mal der Physiker David Bohm genannt, dass die sozusagen gar nicht hinterfragt wird, wie geforscht wird oder woran geforscht wird, dass das sozusagen so stillschweigend übernommen wird. Wenn das Wissenschaftler unterbrechen und neue Wege gehen, ist das sehr wichtig und sehr spannend. Also Wissenschaftler, die vielleicht auch viel mehr das Unkontrollierbare mit einbeziehen, das wäre genauso spannend wie in der Kunst, weil es geht ja genau darum, zu begreifen, was wir als Mensch erfahren können und was nicht. Und die Probleme, die mit vom wissenschaftlichen Denken eigentlich dann ausgehen, ist ja, wenn dann daraus Technologien gemacht werden und bei den Technologien, die in die Welt getragen werden, dann natürlich immer irgendwelche komplexen Kettenreaktionen außer Acht gelassen werden, weil die nicht bekannt sein können. Und dieses Wissen, dass wir über die Komplexität der Welt nie ausreichend Bescheid wissen können und dass wir immer mit dem Unkalkulierbaren rechnen müssen, habe ich das Gefühl, dass es auch durchaus spannende Ansätze in der wissenschaftlichen Forschung gibt, die in ähnlichen Richtungen forschen oder arbeiten. Du fragst trotzdem, was dann anschließend als Technologie damit gemacht wird. Also wenn wir sozusagen jetzt versuchen, den Klimawandel dadurch aufzuhalten, dass wir irgendwelche Silberpartikel in die Wolken pusten, aber überhaupt nicht wissen, welche komplexen Kettenreaktionen daraus entstehen. Das wäre sozusagen diese falsche Technologie. Weitertragung. Ich würde tatsächlich das ziemlich genau auch so sehen, nämlich auf der einen Seite, wenn man nämlich genau hinguckt, was die Wissenschaft leisten kann, gerade die Physik, die mich tatsächlich auch sehr fasziniert, David Bohm zum Beispiel oder andere, also Astrophysik, was mich als Hobby einfach interessiert, oder auch Quantenphysik oder solche Sachen, ja, die zertrümmern ja eigentlich gerade so ein einfaches Kausaldenken in der Wissenschaft, das dann einfach die Verfügbarmachung der Welt verspricht, sondern ich würde sagen, zum Beispiel String Theory oder solche Sachen, die wecken ja direkt einen Resonanzsinn dafür, wie Lebewesen, String Theory ist eher physikalisch, ja, wie das Universum sozusagen eigentlich
lässt sich direkt als Resonanzsystem rekonstruieren und natürlich auch lebende Systeme, zum Teil in der Biologie. Das ist aber was ganz anderes als das, was dann politische Wissenschaft, ich weiß gar nicht, ob es politische Wissenschaft, also politisch nutzbar gemachte Wissenschaft nennen kann, weil die Sorge habe ich ehrlich gesagt auch bei diesen Fridays for Future oder Scientists for Future. Natürlich gibt es gute Gründe dafür, dass die so agieren, wie sie agieren, aber eigentlich glaube ich auch, es ist irgendwie meine Sorge, dass diese Art der Kritik nicht tief genug greift. Vielleicht, weil die sagen und denken und fühlen, wir haben nicht mehr genug Zeit, unser grundsätzliches Weltverhältnis zu ändern. Ja, das mag eine zivilisatorische Entwicklung sein, die sich über Jahrtausende vollzieht, aber wir haben aktuell ein ökologisches Desaster vor der Tür. Das verstehe ich schon. Aber ich würde da auch die Differenz wahrnehmen, zu sagen, selbst noch die 68er-Rebellion, ja, die Hippies, sagen wir mal, und die Flower-Power-Generation und auch die frühen Grünen, das war verbunden mit einer Kritik an unserem Grundverhältnis, ja, am Grund des Weltverhältnisses sozusagen. Und diese gegenwärtige Ökobewegung, die sagt, wir müssen die CO2-Ausstoß schneller senken sozusagen, ist demgegenüber eigentlich Teil einer, ich würde sagen, fast geradezu eigentlich sogar Teil einer Verfügbarkeitsideologie, die nämlich sagt, wir müssen das ökologische Problem jetzt lösbar und verfügbar machen. Ja, ich finde das nicht falsch, aber eine gewisse Einseitigkeit sehe ich darin, die mich skeptisch macht, ob sich auf diese Weise das Problem lösen lässt. Also als wäre es, ginge es um soziotechnische Lösungen ausschließlich dabei. Während die Änderung eines grundsätzlichen Weltverhältnisses ist natürlich auch die deutlich größere Herausforderung, ja. Weil wir natürlich daran gewöhnt sind, für konkrete Probleme konkrete Lösungen vorzuschlagen. Und das führt mich jetzt vielleicht zu dem letzten kurzen Punkt, der sich natürlich auch beliebig vertiefen würde, aber auf den ich gerne noch mal kurz eingehen möchte. Also es gibt, also Helmut Schmidt sagt ja, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das ist, glaube ich, nicht mehr die Stimmung, mit der wir heute uns den Herausforderungen unserer Zeit stellen. Und wir sehen, dass wir mit bloßen Schönheitsreparaturen oder mit bloßen Reaktionen auf die konkreten Herausforderungen, mit diesem Aufsichtfahren letztlich das Problem nicht in den Griff kriegen. Die Frage ist, oder die Frage, die ich jetzt an Sie beide noch einmal richten möchte, ist, brauchen wir Visionen? Also brauchen wir sowas wie eine Utopie, eine Vorstellung davon, wie wir unser Weltverhältnis gestalten wollen? Und wenn Sie sagen, ja, von wo könnte das kommen? Also wir haben ja nicht, auch aus Gründen, nicht länger die zentralen, wir haben ja nicht mal mehr Leitmedien, geschweige denn die herausragenden Intellektuellen, oder eine Kirche haben wir auch nicht zum Glück, also haben manche noch, aber da gehen wir auch nicht mehr hin und fragen, was wir tun und lassen sollen. Also wie könnte man diese Lücke füllen, vorausgesetzt man sagt, wir bräuchten eigentlich schon eine Vorstellung davon, wo wir überhaupt als Gesellschaft mindestens hinwollen und nicht bloß durchwursteln und Probleme lösen. Wollen Sie können gerne, Frau Lehne, fangen Sie doch an. Ja, also ich würde sagen, bevor wir eben an die Utopien gehen oder die Visionen, sollten wir die richtigen Fragen stellen. Ich glaube, das ist essentiell. Und das andere, was essentiell ist, dass wir ich lebe sehr gerne. Wir haben ja ein Leben. Also wir haben ein schönes Leben. Die Frage ist, wie können das alle haben auf dieser Welt, ohne dass sie sich ins Meer schmeißen und nach Spanien schwimmen? Und ich glaube, es gehört, was wichtig wäre, also vielleicht als Vorstellung oder als Ausblick, wäre, wie gehen wir mit, dass wir als begreifen, dass gerade weil wir auch Natur sind, gehen wir so ausbeuterisch um mit der Welt? Mehr essen, mehr haben, mehr Respekt einfordern oder mehr Prestige, das ist in uns angelegt. Also ich denke, wenn wir ein größeres Bewusstsein über unsere eigenen Begrenzungen haben, also über unsere, also weniger Hybris, würde ich sagen, und mehr sozusagen ein bisschen sagen, okay, da sind wir gut als Menschen, wir können tolle Sachen machen, aber da sind wir auch nicht gut als Menschen, indem wir nämlich doch wieder einfach das Gefühl haben, wir brauchen mehr Raum, mehr Platz, mehr Auto, schnelleres Internet. Und wenn wir schaffen würden und auch wissen, dass wir mit unserem Denken oder unserer Sprache die Welt nicht beschreiben, sondern nur versuchen, uns Griffe zu bauen für das, was wir erfahren,
dann wären wir sehr viel weiter. Also ich würde sagen, lieber Respekt vor dem, vor der Welt, statt Utopie. Ja, das verstehe ich. Aber da würde ich als Soziologe ein bisschen wieder trotzdem widersprechen wollen. Ja, weil ich nämlich sage, weil das klingt irgendwie so, weil ich verstehe das schon, ich würde es übrigens auch sagen, wir haben die Ressourcen für ein gelingendes Leben weltweit. Ja, wir haben das Potenzial, wir produzieren ja nicht auch genug, wir kriegen es bloß nicht vernünftig verteilt. Insofern würde ich das schon, würde ich Ihnen dazu schon zustimmen, aber ich würde sagen, wir haben kein gutes Leben, noch nicht mal in den Industriegesellschaften, weil wir in diesen Steigerungszwängen leben und da ist eben das Problem, dass es Zwänge sind. Also weil man muss es wirklich mal durchdenken, dann sieht man, dass das Problem halt schon tief sitzt. Also wir haben gerade Autos angesprochen, da wird doch jeder sagen, wir sollten halt nicht immer mehr Autos bauen. Aber das Problem ist, Deutschland die Automobilindustrie ist wichtig und die Automobilindustrie überlebt nur, wenn sie nächstes Jahr mehr verkauft als dieses Jahr. Oder kann man sagen, naja, das ist jetzt ein bisschen einseitig. Klar, wir haben auch noch die Flugzeugindustrie, aber da haben sie genau das Gleiche. Oder den Tourismus, die gesamte Tourismusbranche lebt davon, dass nächstes Jahr mehr verreisen als dieses Jahr. Da kann man sagen, na gut, das sind Extrembeispiele, vergiss es. Nimm doch mal was anderes. Wir haben Smartphones, wir haben Computer. Ja, so ist es ja auch. Jedes Jahr produzieren und konsumieren wir mehr Smartphones und Computer. Die müssen wachsen und das ist Irrsinn. Dann sagen wir, okay, dann das eben nicht. Wir haben auch eine Bauindustrie, aber die müssen auch ein gutes Jahr für die Bauindustrie bedeutet, wir haben dieses Jahr mehr Häuser gebaut als letztes. Das bedeutet, die Fläche wird weggenutzt. Dann sagen wir, okay, alles das nicht. Wir könnten Nahrungsmittelindustrie nehmen. Das Problem ist, die Menschen in unseren Gesellschaften sind schon übergewichtig, ja, die leiden an Adipositas und deshalb versuchen jetzt die Nahrungsmittelkonzerne sozusagen das Sättigungssignal zwischen Magen und Hirn auszuschalten, dass wir auch dann noch essen, wenn wir längst genug haben. Ich meine, das ist ein struktureller Zwang und wir müssten schon da irgendwie ansetzen und ich habe auch immer gedacht, dafür brauchen wir eine Vision, wie es anders sein könnte und es ist schon so, dass Frederick Jameson sagt, das Besondere an unserer Kultur ist, dass wir ganz leicht 20 Narrationen finden können, wie unsere Welt untergeht, wie wir auf die Apokalypse zusteuern. Und keine einzige plausible Narration, wie sie anders sein könnte. Ich finde es auch pervers irgendwie, oder ich kann es mir noch nicht mal richtig erklären. Aber das ist mein letzter Punkt. Inzwischen bin ich ein Anhänger von Bloomberg. Ja, Kultur entsteht durch das Gehen von Umwegen. Ich glaube, das Neue kommt tatsächlich, wir können das Neue nicht am Reißbrett entwerfen, weder in der Wissenschaft noch außerhalb. Wenn man sich diese ganzen von der neolithischen Revolution sozusagen bis zur industriellen Revolution anguckt, das ist ja nie erst ausgedacht und dann umgesetzt worden. Ne? Aber das entsteht, und ich würde jetzt sagen, es entsteht durch dichte Interaktion, die Spielräume lässt. Ja, Blumenberg nennt es Umwege. Und ich glaube zum Beispiel, es ist kein Zufall, dass Universitätsstädte der Ort der Innovation häufig waren, weil da Studenten ganz viel Zeugs machen, was keinen klaren Zweck hat. Ja, die treffen sich und machen Blödsinn. Und da sagen zum Beispiel die ganze Internetrevolution in Silicon Valley, ja, das waren ja zum großen Teil Studenten, die einfach mal gesagt haben, boah, lass mal was machen. Und ich glaube, unsere Kultur hat deshalb so ein Problem, neue Visionen zu erfinden, weil wir alle Umwege abschaffen. Alles muss schnell und direkt und auf schnellstem Weg und zielstrebig gehen, so wie die Sache mit der Kuh. Deshalb glaube ich, wenn wir neue Lebensformen wollen, müssen wir mehr Umwege zulassen, mehr Freiräume schaffen. Und das könnten wir zum Beispiel tun, indem wir nicht mehr, sondern weniger Wettbewerb in allen Bereichen einführen. Genau. Aber Sie würden ja schon, Herr Rosa, so ähnlich wie Frau Linde auch, das Weltverhältnis der Hybris und der Vorstellung, wir könnten sie komplett unter unsere Kontrolle bringen, das problematisieren Sie ja selbst auch. Ja, also mit dem Begriff der Unverfügbarkeit ist ja ein ähnliches Konzept gemeint, wo dann für so Begriffe wie Demut auch wieder Platz entsteht. Und die Vorstellung ist allerdings, so würde ich das jetzt zuspitzen verstehen, dass wir das nicht auf individuellem Wege lösen. Also, aber so sieht es wahrscheinlich Frau Linde auch, schätze ich. Also, dass natürlich es nicht Teil der Lösung ist es vielleicht schon, aber jedenfalls nicht hinreichend, wenn Einzelne versuchen, sich von dieser Hybris zu lösen. Ich möchte gerne eine Frage noch in den Raum geben, die auch im Chat jetzt aufgetaucht ist und die auch schon so ein bisschen überleitet zu unserer nächsten Weimarer Kontroverse, wo wir uns dann der Frage stellen, ob die Menschen von Natur aus böse sind. Aber das ist etwas, was ich auch an Sie nochmal richten würde, auch weil bei Sie, Frau Linde, glaube ich, das vorhin also den Eindruck erweckt haben, als würden Sie das sagen, dass dieses Streben nach mehr, nach Zugewinn innerhalb der Konkurrenz, als wäre das sozusagen Teil der menschlichen Natur und als solches auch nicht abzustellen. Während die Frage ja durchaus auch im Raum steht, ob nicht möglicherweise
die Bereitschaft zu kooperieren, für gemeinsame Ziele zu agieren, ein vielleicht mindestens ebenso zentraler Bestandteil der menschlichen Natur ist. Ist das jetzt eine Frage an mich oder? Ich denke, zuerst mal an Sie. Genau, sagen Sie gerne was dazu. Also die Frage richtete sich aus dem Chat sicherlich an Sie beide. Ja, okay. Also ich würde sagen, der Mensch ist genauso wenig von Natur aus böse, wie es ein Tier von Natur aus böse ist oder die Kletterpflanze, die irgendwie einen Baum hochwächst und den Baum erstickt. Ich glaube, das ist böse ist immer das eigentlich nur der Blickwinkel, den wir auf ein Phänomen lenken. Also böse ist, das kommt aus dem Denken. Es ist ja eine Überlebensstrategie zu sagen, ich will viel haben. Mhm. Viel Essen oder viel Sicherheit. Und insofern denke ich, ist es auch Teil, da nehmen wir uns nicht raus aus dem Rest der Natur. Das einzige Problem, was wir haben, ist, dass wir eben Sprache haben und dass wir einen Speicher haben und dass wir sozusagen uns immer weiterentwickeln können und deswegen so viel aufbauen konnten, dass wir durch die Bevölkerungsexplosion einfach, wir haben keine natürlichen Feinde, die uns am wuchern in der Welt hindern, was eigentlich alle anderen Natursysteme haben. Ja, das stimmt. Also ich glaube, unser Weltverhältnis lässt sich schon ganz gut beschreiben, weil Sie hatten eingangs mal gesagt, also was nicht begrenzt wird, wächst immer weiter. Ich glaube, das stimmt nur für manche Sachen, also nämlich für ein Krebsgeschwür stimmt das. Ja, also das wächst immer weiter, wenn man es nicht eindämmt. Und deshalb würde ich auch eigentlich sagen, diese Form des Weltverhältnisses ähnelt eigentlich einem Krebsgeschwür. Ja, das wächst so lange, bis das der Wirt, also die Welt, die Natur, kaputt ist. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Also unser menschlicher Körper, ein Baum, wächst nicht ins Unendliche. Also auch ohne. Und deshalb würde ich es schon als Störung ansehen und würde sagen, und ich glaube eben, dass sowohl dieses Kollektivböse als auch das individuell Böse nicht gleichberechtigt ist mit dem, was wir gut beschreiben würden. Also ich habe tatsächlich eigentlich immer noch ein positives Menschenbild, wenngleich ich weiß, dass es problematisch ist, weil ich nämlich glaube, dass das, was wir als böse erfahren, eigentlich Resonanzverweigerung ist. Ne? Wenn ich Menschen einfach quäle oder wenn es mir gleich ist, wenn sie quälen oder auch die Tiere. Ne? Also das beschreibt mir als böse jemand, dem es völlig gleich ist oder sogar noch lieb ist, wenn der andere leidet und schreit. Ne? Also entweder gleich, ich kann den ausnützen oder ich genieße es noch. Und die Frage ist dieser Sinn für das Böse sozusagen in uns angelegt oder ist er selber schon Symptom einer Störung? Und meine, aber ich weiß, dass es problematisch ist und vielleicht ist es auch nicht richtig, es ist meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass Menschen, als Säuglinge Resonanzwesen sind. Ja, eigentlich, wir können gar nicht zu Subjekten werden, wenn wir nicht dieses Hören und Antworten mit einem anderen in Beziehung treten, entwickeln. Deshalb glaube ich, dieser Resonanzsinn kann verkümmern, er kann verloren gehen und es ist auch eine Reaktion. Ich glaube, zum Beispiel Sadismus ist eine Reaktion auf eine Ohnmachtserfahrung, wo ich ganz ohne jede Selbstwirksamkeit war, wo ich den anderen nicht erreichen konnte. Der andere ließ sich von mir nicht erreichen. Dann kann ich irgendwann feststellen, gibt einen soziologischen Kollegen, Ferdinand Sutterlüthi, der das empirisch versucht hat zu zeigen, der nennt es epiphanische Erfahrung. Also ich kann plötzlich erkennen, ich muss nicht warten, bis der andere mich verletzt. Ich kann ihn zum Schreien bringen und dann tanzt er nach meiner Pfeife. Aber das ist sozusagen das Ergebnis einer Beschädigung unserer Resonanzfähigkeit. Deshalb würde ich sagen, wir sind eigentlich von Natur aus Resonanzwesen und das Böse entsteht dadurch, wenn dieser Sinn verschüttet, verloren, verstümmelt wird. Aber das Böse ist nicht natürlich in uns angelegt. Und deshalb ist ja übrigens eine ganz langstehende, auch theologische Debatte, ist der Teufel nur die Abwesenheit des Guten oder ist er eine eigenständige Entität? Ich glaube, diese Diskussion kann man bis in alle Ewigkeit fortspinnen, aber wir müssen es vielleicht auch nicht zu stark an diesen moralisch sehr hoch komplexen Begriffen wie Gut und Böse festmachen, sondern die Frage ist vielleicht auch, zu was sind wir fähig? Also zu welchen Formen von Kooperation oder Auseinandersetzung sind wir fähig? Und da würde ich jetzt gerne noch eine weitere Frage aus dem Chat anschließen. Bin mir noch nicht ganz sicher, an wen die sich am besten richtet, aber wir waren ja vorhin schon mal bei dem Thema Visionen und sind ein bisschen sehr allgemein geblieben, auch aus Gründen, wie ich finde, aber man kann ja noch mal versuchen, das weiter zu konkretisieren. Also haben Sie die Vorstellung, dass bestimmte konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel Inlandflüge verbieten, dass das Bausteine sind, die geeignet wären, hier die Beziehung zwischen Mensch und Natur vor dem Hintergrund der großen Problemkonstellationen, die wir beschrieben haben,
in die richtige Richtung zu verändern. Oder künstlerische Interventionen oder das Publizieren von soziologischen Studien oder also welche Maßnahmen könnten da vielleicht auch konkret geeignet sein, uns irgendwie einen Schritt voranzubringen? Also ehrlich gesagt, ich denke mir das so, wie wenn, sagen wir mal, wir wären vor der neolithischen Revolution oder so, oder wir wären im Mittelalter und würden uns die Frage stellen, wie kommen wir in die Moderne? Müssen wir dafür Bücher schreiben? Müssen wir das Bildungssystem ändern? Müssen wir das Wirtschaftssystem ändern? Brauchen wir neue politische Vorstellungen? Da wird man, glaube ich, sehen, eins reicht nicht, ne, um diesen Wandel aus dem Mittelalter in die Moderne herbeizuführen. Bedarf es neuer Praktiker, neuer Subjektformen, neuer Denkformen, die sich eigentlich die müssen irgendwie zusammenlaufen. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass künstlerische Interventionen, vielleicht auch soziologische Fantasien, da eine Rolle spielen, ja, um Neues herbeizubringen. So wie man kann ja nicht sagen, dieses eine Buch hat das Mittelalter in die Moderne befördert oder so, aber es waren wissenschaftliche, künstlerische, religiöse Entwicklungen, auch Erfahrungen von mir aus mit der Pest oder anderem. Und ich glaube, es macht Sinn. Es ist vielleicht sogar unsere Aufgabe, als selbstinterpretierende Tiere an allen diesen Punkten zu arbeiten. Hm. Und sowas wie eine CO2, also eine Inlandsflüge verbieten oder so, da würde ich sagen, ich glaube nicht, dass das das Kernproblem löst. Aber wir brauchen auch Coping-Strategien. Also das ist so, wie wenn ich Diabetes habe oder so, ja, dann kann ich die Krankheit nicht heilen momentan. Aber ich finde heraus, dass das manche also Nahrungsmittel zu essen schlecht sind und andere Medikamente einzunehmen vielleicht gut sind. Und genauso kann in der Krisenlage es natürlich helfen, ein Gesetz einzuführen, das zum Beispiel CO2-Emissionen einfach begrenzt oder deckelt oder Inlandsflüge verbietet. Das wird nicht unser Weltverhältnis als Ganzes ändern, aber das konkrete Problemstellungen lindern. Und vielleicht sogar ein winziger Mosaikstein in einer Transformation unseres Weltverhältnisses werden. Ja, das klingt ja fast so, als könnte sogar eine Veranstaltung wie die Weimarer Kontroverse dazu beitragen, einen kleinen Baustein mitzuliefern bei diesem komplexen Geschichten. Und im Nachhinein, also die Historiker der Zukunft werden dann vielleicht tatsächlich sagen, ja, das war sozusagen der Tipping Point, wo sich wirklich das jetzt grundsätzlich geändert hat. Also das wäre natürlich doof. Ich finde solche Kunstwerke, wie sie machen, ehrlich gesagt, würde ich dem Zweifelsfall mehr zutrauen als meinen Schriften, aber vielleicht können wir es auch zusammentun. Aber ich finde schon, dass aus so einem Bild, es sind ja wirklich auch Bilder, die uns ganz stark ansprechen. Also vielleicht ist es wirklich so. Genau. Ja. Ja, ich würde von Formen sprechen. Ne? Das Kunst, ne? Die Sprache der Kunst ist eben Form. Und das ist eben auch der große Vorteil, dass man in Form sehr viel, in Form kann man Komplexität sehen. Also beim Pollock sehe ich, was er gemacht hat. Aber wenn ich das beschreiben müsste, jede einzelne Form in dem Bild, würde ich in schier Unendliche verzweifeln. Und das ist eben, denke ich, was die wichtige Aufgabe von Kunst ist, dass sie eben einen Umgang mit Komplexität haben kann, der eben der über das Schriftliche, über die Sprache nicht so möglich ist. Ja. Dass man eben in einem Bild etwas erkennt und noch gar nicht weiß, was man da eigentlich erkannt hat. Sie würden das wahrscheinlich als Resonanz beschreiben. Ja, ja, also das ist ja eine Kommunikation, was ein Werk dann mit einem, dem Betrachter macht. Also Form entsteht ja erst, wenn ein Betrachter da ist. Hm. Und sie sieht. Ja, genau. Ein ganz eigenes Weltverhältnis auf jeden Fall. Und auch eines, was Raum lässt für die Schmutzeffekte auf beiden Seiten. Also auch das Bemühen sozusagen genau zu definieren, was jetzt der oder die Besucherin, die Beobachterin, die Nutzerin, wenn man so will, von Kunst jetzt erlebt. Das lässt sich ja auch gar nicht mit derselben Präzision, das gelingt ja in der Sprache auch schon nicht, aber in der Kunst jedenfalls gelingt es nicht und soll auch gar nicht so eindeutig funktionieren, sondern eben gerade eine Vielfalt unterschiedlicher Reaktionsweisen ja auch erlauben, ohne dass das gleich alles Mögliche wäre. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses, wie ich finde, sehr facettenreiche und jedenfalls für mich ungeheuer anregende und lehrreiche Gespräch. Schade, dass wir jetzt nicht noch ein Glas Wein zusammen trinken können. Das können Sie dann jeweils an Ihren Orten zu Hause tun. Und wir holen das hoffentlich bei anderer Gelegenheit nach. Ich
sende ganz herzliche Grüße nach in die Gegend von Freiburg und Kiel. Und darf vielleicht noch zum Abschluss darauf hinweisen, dass die nächste Weimarer Kontroverse hier stattfindet am 9. Juni. Dort sprechen wir dann mit Professorin Susan Neumann und dem Schriftsteller Andreas von Westphalen über die Frage, die wir vorhin schon berührt haben, nämlich sind wir von Natur aus böse? Okay. Ihnen allen einen ganz herzlichen Abend und ja, wir können vielleicht Dankeschön, noch... Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Ja. Tschüss, ja, alles gerne. Gute. Sehr gerne.